Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier beim Soda-Giganten. Ein bisschen overdressed heute, aber was soll's. Wir haben wieder ein Phantomens-Produkt hier auf dem Programm. Es sind quasi im Moment die Phantomens-Weeks hier beim Soda-Giganten. Letztes Mal war es Dandelion und Burdock, das war jetzt nicht so der Hammer. Diesmal wieder ein Überraschungsgetränk. Ich muss jetzt schauen, was drinnen ist. Es nennt sich Full-Bodied Shandy. Einfach nur Shandy, ja? With traditionally brewed beer. Interessant. Schauen wir mal, was drinnen ist in diesem Shandy, das auch so irgendwie wirklich wie ein Bier ausschaut. Also klassisch traditionelle Flasche. 70% Malzbier, okay, das kennen wir. Malzbier gibt es ja bekanntlich von verschiedenen Anbietern, wie zum Beispiel Karamalz oder Wintermalz. Gut, also da lässt sich eigentlich nicht viel herauslesen, außer ein Malzgetränk mit Zitronen, Flavor, ein bisschen Honig. Es kann. Könnte hinkommen an Karamalz-Zitrone, das gibt's nämlich. Kommt sicher auch nochmal in eine Folge. Schauen wir mal, war die Geruchsprobe von Phantomens Shandy. Ja, da kommt das Malzgetränk, das Malzbier raus, ein bisschen mit leicht zitrusartig. Erinnere mich sehr stark an das klassische dunkle Bier. Ja. Jetzt vergeht der Geruch schon langsam. Also ich glaube, hier hat Phantomens definitiv das Malz, die Malzlimonade, wie wir es vom Wintermalz oder im Karamalz kennen, hier nachgemacht oder eben eine eigene Malzbierreihe rausgebracht mit dem Shandy. Ich würde sagen, let's have a sip. Nicht ganz so schäumig wie die klassischen Malzbiersorten. Weniger kräftig, weniger intensiv, eher, sag ich mal, zu leichter, zitronenartiger, haltiger. Geht dann schon in eine eigene Richtung. Eher in die, ich will jetzt doch ein bisschen mehr Bier sein Richtung, kommt fast schon ein bisschen an einen Radler ran. Also fast eher Radler als das klassische Malzgetränk, wie wir es kennen. Das ist ein interessanter Geschmack. Radler ja sehr populär, bei uns gibt es ja auch bereits schon abgefüllt in Flaschen und Dosen. Aber das ist wirklich, sage ich mal, ein englischer Radler, kann man sagen. In keinster Weise irgendwie aufdringlich gezuckert. Das ist ein sehr, sehr erfrischendes Getränk, das wirklich ein Radler-Imitat, eine englische Radler-Version gibt. Ganz leicht bittersüßer Geschmack am Anfang, aber sehr erfrischend. Ich würde sagen, schauen wir mal, ob es das Ganze im Glas wiedergibt.
ganz geringer Schaumfaktor im Gegensatz zu einem Bier. Farblich auch etwas dunkler als Bier. Das ist das klassische helle Bier. Kommt mir fast schon vor, so geht eher schon in die Richtung Red Bull, Race, Energy Drink. So goldig, gelb. Also das hat da wirklich wenig mit so einem Bier oder mit einer Schaumkrone eines Biers. Das spielt es da nicht. Okay, Glasprobe, Phantomens Shandy. Eine Art Radler, so mit Malz angereichert. Ganz so schlecht. Auch ein bisschen. Ja. Mal einen Schluck, aber dann kann ich ja ungefähr schon definieren. Ja, also ganz leicht bitter, nicht so bitter wie ein Bier schmeckt, ein Bierradler. Süßlich, man merkt, dass sie ein bisschen mit Honig gearbeitet haben, auch Zitrus da, vorhanden, Malz aufgrund des Biers. Sehr erfrischend und ich würde sagen, es hat mir auf jeden Fall Welten besser geschmeckt als Phantomens Dandelion und Burdock. Das ist schon eine ganz, ganz spezielle und fast schon ein bisschen aufdringlich gewöhnungsbedürftige Note hat. Also, wenn ihr die Marke Phantomens überhaupt noch nicht kennt, ist ja überhaupt in Wien ganz selten zu finden. Ein englischer Hersteller. Bei Rudolf Amers im Großhandel gibt es dieses Phantomens Produkt. 1,69 € übrigens, jede Flasche von Phantomens. Shandy reiht sich so in die Mitte ein. Curiosity Cola, definitiv mein Favorit bis jetzt von Phantomens. Gefolgt, wie gesagt, jetzt mal von dem Shandy. Ich habe noch andere probiert, die kommen dann noch in den Test. Es gibt sogar noch ca. 5-6 andere. Ja, wieder mal einen Schluck auf euch. Phantomens Shandy, ein englischer Radler. Probiert sie da mal aus. Sehr erfrischend. Oh, eigener Geschmack. Wir als Radlerland, sage ich mal, werden da wahrscheinlich, oder die Fans werden wahrscheinlich sich denken, na, das kaufe ich mir nicht. Immer viel zu teuer, da kaufe ich mir lieber unseren Radler oder machen wir selber einen Radler. Gut, das war's wieder mal. Hier beim Sodagarten wieder eine weitere Ausgabe. Und Phantomens gibt jetzt derzeit den Ton an. Wir sehen uns wieder bei zur nächsten Folge. Vierte, gute Nacht und auf Wiedersehen.